Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Eiweiß-Lieferanten und Gründer von Rocksports. Kennst du dieses magnetische, quasi unkontrollierbare Verlangen nach diesem fettigen Stück Pizza oder diesen unglaublich übersüßten Schokoriegel? Dieses Phänomen kennen wir unter Heißhunger. Und da ich in dem Bereich relativ viele Fragen bekomme, schauen wir uns in dieser RockTV-Folge bewährte Strategien an, nämlich 4 Stück an der Zahl oder eigentlich sind es noch mehr sogar, wie du dieses Thema ad acta legen kannst, wie du dem Heißhunger ad sagen kannst. Denn am Ende des Tages, wenn wir uns das Thema ganz genau anschauen, was wir jetzt in den nächsten paar Minuten tun, wirst du herausfinden, okay, da gibt es gewisse Grundursachen. Und wenn ich diese Ursachen behebe, dann wird auch entsprechend der Heißhunger als Folge daraus sich verschüssen, auf Österreichisch gesagt. Genau darum geht es heute. In diesem Sinne, feinste Grüße aus dem Rockoffice, herzlich willkommen. Mein Name ist Chris The Rock, ich bin Gründer und Inhaber von Rocksports. Das ist die allerfeinste Sportnahrung in Bio-Qualität. Du findest alles unter rocksports.at. Mir geht es aber nicht nur um die Sportnahrung, mir geht es auch nicht nur um unsere feinen Bio-Gewürze, das heißt das Thema Ernährung, sondern mir geht es darum, jeden Menschen da draußen, so viele Menschen wie möglich, meine Begeisterung für einen gesunden, starken Körper und vor allem für ein starkes Mindset mitzugeben. Jeder von uns hat unglaublich viel Potenzial und wenn man lernt, wie man das nutzen kann, dann hat einfach, boah, dann ist so viel offen, was man da tun kann, das ist absolut geil und das begeistert mich und genau diese Begeisterung möchte ich weitergeben. Das tue ich beispielsweise mit 2 wöchentlichen RockTV-Folgen, so wie diese hier, wo es darum geht, feinsten Mehrwert zu liefern, nicht nur rein theoretisches Studien abhandeln, sondern was kann ich daraus in die Praxis umsetzen? Denn die Erfahrung zeigt, Wissen tun wir alle sehr, sehr viel, aber die wenigsten von uns kommen wirklich in die Umsetzung. Warum? Weil zwischen Theorie und Praxis noch irgendwas dazwischen ist, was fehlt. Und genau das wollen wir hier bei dieser feinen RockTV-Folge füllen. So, und jetzt starten wir direkt ins Thema rein, schlage ich vor. Übrigens vorab noch, hilf uns, diesem kleinen feinen Kanal, wir wollen stetig weiterwachsen und zwar mit einem feinen Algorithmus-Kommentar. Je schneller der Kommentar da unten reingetippt wird, desto mehr kannst du uns helfen, dass wir diese feinen Inhalte weiterverbreiten. Und generell, wenn es dir gefällt, lass uns ein Like da, schick das Video weiter an Menschen, denen das weiterhelfen kann. Somit kommst du in die Helferrolle und können wir das Ganze gemeinsam weiter verbreiten. So, aber jetzt tatsächlich retour. Wenn wir über Heißhunger sprechen, gibt es ja unterschiedlichste Auslegungen davon. Dementsprechend zu Beginn einmal eine klare Definition, was bedeutet denn Heißhunger? Heißhunger ist im Grunde ein besonders starkes Verlangen nach einem bestimmten Lebensmittel. Und ob das Lebensmittel jetzt etwas Süßes, etwas Salziges, etwas Fettes oder Kombination aus dem Ganzen ist, ist jetzt einmal egal. Es geht im Grunde um ein Verlangen, das sehr, sehr stark ist, so wie ich es im Eingang gesagt habe, magnetisch, teilweise unkontrollierbar, wenn man quasi beim Kühlschrank vorbeigeht und so hingezogen wird. Das ist etwas, wo man danach, wenn man den Heißhunger dann gestillt hat, merkt, eigentlich wollte ich das ja gar nicht. Das heißt, da läuft irgendein Automatismus ab, der genau das tut. Und den schauen wir uns jetzt genau an. Am Ende des Tages muss man, das ist ein bisschen verwirrend bei dem Wort Heißhunger, den Begriff Heißhunger vom normalen Hunger unterscheiden. Normaler Hunger ist im Grunde das Bedürfnis nach Energie. Unser Körper möchte überleben. Damit er überlebt, braucht er Energie, braucht er Nährstoffe. Das heißt, der normale Hunger, den wir in unseren Breiten Gott sei Dank nicht kennen, aber das schlägt dann auch oftmals ein bisschen ins Negative aus, weil wir oftmals nur für den Gusto essen, weil es lecker schmeckt, aber gar nicht, weil wir Hunger haben. Das heißt, die wenigsten von uns kennen echtes Hungergefühl, aber das ist genau mal wichtig zu unterscheiden. Das heißt, der Heißhunger hat in der Regel nichts oder wenig mit klassischem Hunger zu tun. Wir sehen dann, es gibt schon ein paar Parallelen, aber am Ende des Tages müssen wir das einmal unterscheiden. So. Wenn du ein Problem lösen willst, und das gilt nicht nur beim Ernährungsthema, das gilt überall, ist es einmal wichtig, was ist denn die Ursache des Problems? Wenn du die Ursache nicht behebst, sondern nur bei den Symptomen behandelst, sprich Symptombehandlung betreibst, dann wirst du nie die Problemursache lösen. Das heißt, Schritt Nummer 1 ist immer, mal zu schauen, was sind denn die Einflussfaktoren auf den Heißhunger? Warum entsteht denn der überhaupt? Was steckt denn da im Hintergrund? Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Ich habe dir heute mal die mitgebracht, die mir in der Praxis am häufigsten begegnen. Und
die sind wahrscheinlich auch jene, wo man wahrscheinlich 90, 95, 98% der typischen Fälle abhaken kann. Wenn du noch darüber hinausgehende hast, dann schreib es unten in die Kommentare rein. Lass uns gemeinsam da das noch ein bisschen weiter ausarbeiten. Punkt Nummer 1, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund für Heißhunger, sind schlechte Essgewohnheiten. Der Körper macht ja das nicht aus Spaß. Ich habe in Wahrheit seit Jahren, kann ich meine Heißhungerattacken und Anführungszeichen auf einer Hand abzählen. Die sind nämlich genau dann, wenn gewisse Umstände eintreten, wo selbst meine gute Planung, meine Vorbereitung nicht greift. Gehen wir dann gleich noch darauf ein. Aber ansonsten kenne ich das Thema nicht. Und das ist nicht, weil ich irgendwie so super schlau und toll wäre, sondern weil ich einfach gewisse Grundlagen berücksichtige und das nicht nur einen Tag, einen Monat, sondern jahrelang. So. Schlechte Essgewohnheiten. Was bedeutet das? Punkt Nummer 1, gerade in Zeiten wie diesen, radikale Diäten. Aktuell ist es ja so, heute sind Kohlenhydrate furchtbar schlecht. Wir müssen Zucker auf jeden Fall vermeiden, auch wenn in einem guten Obst oder in einem Gemüse drin ist. Zucker ist furchtbar schlecht. Nächsten Tag ist dann Fett wieder furchtbar schlecht. Alles ist furchtbar schlecht. Das Ergebnis sind dann irgendwelche radikalen Diäten, wo ich ganze Lebensmittelgruppen aus meinem Ernährungsplan streiche, was dazu führt, dass schlicht und einfach einmal ein Nährstoffmangel besteht. Der Körper braucht beispielsweise Energie. Wir fordern ja von ihm im Alltag, geben ihm aber nicht ausreichend Nährstoffe. Naja, dann wird irgendwann einmal der Heißhunger nach Energie stattfinden. Unregelmäßiges Essen, das nächste. Wenn ich morgens rausgehe, ganzen Tag Höchstleistungen von meinem Körper abfordere, aber ihm nicht mal was zu frühstücken gebe, und dann irgendwann zur Mittagszeit völlig verhungert irgendwo beim Tankstellenbuffet mir 5 Schokoriegel reingönne, dann ist das etwas, was man jetzt bei dieser Erzählung relativ rasch rausfindet, irgendwie passt das nicht ganz. Das heißt, unregelmäßiges Essen, ich fordere Leistung, gebe dem Körper aber im Vergleich nichts dazu, das ist auch so eine typische Ursache. Radikale Diäten, sehe ich gerade, haben wir hier zweimal, passt aber gut, weil das Thema ist tatsächlich sehr, sehr präsent. Das heißt, schlechte Essgewohnheiten ist einmal einer der Einflussfaktoren für das Thema Heißhunger. Das heißt, der Körper, wenn er voll versorgt ist, wenn er gesund ist, in einem gesunden Mittel steht, ich formuliere es einmal so, dann gibt es das Thema Heißhunger nicht. Punkt. Man muss das so betrachten. So, Punkt Nummer 2. Auch relativ oft emotionale Herausforderungen. Ob das jetzt die Langeweile ist, ob das jetzt der Frust ist, oder ob das vielleicht Stress ist. Ja, Kohlenhydrate helfen auch kurzfristig, das Stresslevel, Cortisol ein bisschen zu reduzieren oder können dabei helfen. Egal was es ist, oftmals ist Essen einfach nur ein emotionaler Befriediger einer kurzfristigen Sucht, unter Anführungszeichen. So wie es zum Beispiel der Klimmstängel, die Zigarette in der Pause ist, das ist das, wo ich mich kurz festhalte, ein paar Minuten und Abstand bekomme. So kann es natürlich auch beim Essen sein. Das heißt, da esse ich nicht, um mein Bedürfnis nach Energie zu stillen, sondern ich esse, um mein Bedürfnis nach emotionaler Befriedigung zu stillen. Formulieren wir es einmal so laienhaft. Das heißt, auch die Emotionen sind da fix dabei. Und so sieht man einmal, okay, auch wenn es um Heißhunger, um Lebensmittel geht, da muss es nicht immer irgendwie um Nährstoffe gehen, sondern es geht sehr wohl auch um das da oben, um die Emotionen. Punkt Nummer 3. Natürlich gibt es auch biologische Umstände. Bedeutet, wenn du hormonelle Schwankungen hast, wenn du beispielsweise bei den Damen in der Regelzeit etc. Natürlich, wir Menschen sind hormongesteuert. Dementsprechend hat das Hormonsystem Einflüsse auf das Essen. Ich kenne das zum Beispiel nach den Wettkämpfen, wo einfach durch die hohe Belastung beim Powerlifting, beim Maximalkraftsport, einfach das Hormonsystem ein bisschen belastet wird und das kann dazu führen, dass einfach sich der Körper dann mehr Nährstoffe holen möchte und das durch ein gestärktes oder verstärktes Hungergefühl zutage kommt. Ist auch möglich. Das heißt, auch biologische Umstände gibt es. Die kann man natürlich durch Planung mit berücksichtigen, aber in Wahrheit beseitigen kann ich sie nicht, denn die biologische Uhr, die arbeitet natürlich weiter. Aber es ist einmal wichtig, die trotzdem da mitzunehmen. Wie gesagt, wir wollen die Ursachen rausfinden, damit wir uns jetzt gleich in den nächsten paar Minuten die konkreten Lösungsansätze anschauen. So, und Punkt Nummer 4, und das passt ein bisschen zusammen mit den schlechten Essgewohnheiten, ist generell ein schlechter Lifestyle. Es hat nicht nur eine schlechte Ernährungsgewohnheit Einfluss auf den Heißhunger, sondern generell auch der Lifestyle, beispielsweise Schlafmangel. Wenn du chronischen Schlafmangel hast, einfach eine ganz unsaubere Schlafhygiene, immer zu wenig schlafst, unregelmäßig schläfst und auch wenn du
regelmäßig schläfst, aber einfach eine furchtbar schlechte Schlafqualität hast, dann ist die Erholung durch den Schlaf für den Körper relativ oder nicht optimal, formulieren wir es so. Und dadurch kann es passieren, dass der Körper einen erhöhten Kalorienbedarf hat, weil das Ganze ist für ihn Stress. Wenn er zu wenig Regeneration bekommt, ist es für den Körper Stress. Und das kann zum Beispiel durch erhöhten Kalorienbedarf gedeckt werden. Oder das ist sein Ziel beispielsweise. Und somit erhöhter Nährstoffbedarf kann zu, wenn ich das nicht gut decke, zu Heißhungerattacken führen. Oder generell mangelnde Regeneration. Wenn ich nur fordere, aber dem Körper nichts gebe, um zu regenerieren. Das heißt, du siehst schon, all diese Punkte zahlen irgendwie auf, wenn man das im klassischen Sinne eines Kontos betrachtet. All das, was wir hier tun, gibt es auf der einen Seite Investitionen. Das heißt, ich investiere in meinen Körper, um mittel- oder langfristig mehr rauszubekommen, ob das jetzt Muskelmasse ist, ob das eine gesteigerte Leistungsfähigkeit ist, Ausdauerleistungsfähigkeit, ob das mehr Energie im Alltag ist, was auch immer. Oder das, was ich tue, ist eine Verbindlichkeit. Das heißt, ich nehme von meinem Gesundheitskonto runter und der Kontostand reduziert sich. Kann passieren, dass sich der dann einmal so weit reduziert, dass wir vielleicht einen negativen Kontostand haben, was dann natürlich schlecht ist und beispielsweise in Form einer Krankheit, einer Überlastung oder was auch immer ausbricht. Dementsprechend all diese Punkte, wenn man sie im Konto-Kontext, wie ich ihn gerade beschrieben habe, Investitionen, Verbindlichkeiten betrachtet, sieht man, sind sehr, sehr stark auf der Verbindlichkeitsseite. Natürlich, es geht ja auch um Heißhunger, was ein Problem ist und dementsprechend, wenn ich ein Problem habe, gibt es in der Regel eher negative Herausforderungen. Ne? So, jetzt haben wir uns einmal die wichtigsten Einflussfaktoren angeschaut. Jetzt gehen wir weiter und schauen uns potenzielle Lösungsansätze an. Grundsätzlich ist es so, wenn du eine halbwegs bedarfsgerechte Ernährung hast. Und bedarfsgerecht ist schon ein bisschen abgelutschter Begriff, aber er trifft es trotzdem ganz gut. Mein Bedarf im Alltag ist ein anderer wie dein Bedarf. Du hast vermutlich einen anderen Alltag, du hast vermutlich eine andere Terminsituation, ob mehr oder weniger ist jetzt völlig egal. Du hast einen anderen Lebensstil. Du bist größer, kleiner, du bist dicker, dünner, du bist muskulöser, unmuskulöser, wie auch immer. Jeder von uns hat individuelle Voraussetzungen und dementsprechend einen individuellen Bedarf an Nährstoffen, an Energie. Dementsprechend muss Ernährung immer bedarfsgerecht auf deinen Bedarf hin angewendet sein. So, und wenn du das tust und dem Körper ausreichend und regelmäßig das gibst, was er braucht, dann ist er ausreichend versorgt und dann wird es dieses Thema Heißhunger nicht geben. Das heißt, Punkt Nummer 1, wie kann ich einen Großteil dieser Einflussfaktoren reduzieren? Naja, ganz einfach, indem ich Planung betreibe. Das heißt, wenn ich unregelmäßig esse, wenn ich schlecht esse, wenn ich nicht zum Essen komme, weil ich keine Zeit habe, dann liegt es an einer schlechten Planung. Das heißt, schau, wie kannst du regelmäßig deine Mahlzeiten zuführen. Und auch im stressigsten Alltag kannst du gut essen. Das beweise ich regelmäßig in meinem Alltag. Und ich bin sehr, sehr viel unterwegs, ich arbeite sehr, sehr viel, aber mir ist dennoch auch sehr, sehr wichtig, dass ich trotzdem meinem Körper das gebe, was er braucht. Weil wenn ich nur fordere, wenn ich nur Verbindlichkeiten habe, dann wird das ein Spiel auf Zeit sein und irgendwann habe ich ein Problem. Regelmäßig trinken, regelmäßig essen. Das sind vermeintliche Basics, wo du dir jetzt vielleicht denkst, ja, ja, ist ja eh klar. Ja, in der Theorie ist alles klar, aber warum ist es dann in der Praxis nicht? Das heißt, diese zwei Punkte müssen wir verbinden. Die Theorie, wo wir es eh alle wissen, und die Praxis, dass wir es wirklich auch durchführen. Das heißt, setz dich am Sonntag für die nächste Woche kurz hin und überleg, wo und wann bist du unterwegs und wie schaffst du es, dass du trotz diesem Terminkalender ausreichend Nährstoffe zuführst, ausreichend trinkst. Planung, Planung, Planung. Planung ist die halbe Miete. Zweiter Punkt, Körpergefühl. Ganz, ganz wichtig. Das haben viele von uns teilweise verlernt, beziehungsweise dürfen es wieder erlernen. Und zwar in Bezug auf den vier Säulen der Gesundheit. Die vier Säulen der Gesundheit, wenn du schon Rockprinzip-Kunde bei uns bist, beim Rockprinzip lernst du, wie du trotz eines vollen Terminkalenders einen gesünderen und nachhaltigeren Lebensstil mit mehr Power im Alltag bewältigst. Und da kennst du auch vermutlich diese vier Säulen der Gesundheit. Training, Regeneration, Ernährung und Mindset. Wenn du dein Körpergefühl bemühst und auf diese vier Säulen achtest und diese vier Säulen regelmäßig reflektierst, ob die gut sind,
gut unter Anführungszeichen, dann wirst du auf der sicheren Seite sein. Beispielsweise E für Ernährung. Wenn du regelmäßig in deinen Körper reinhörst und merkst, boah, ich habe jeden Tag 3, 4, 5 Heißhungerattacken, dann zeigt es, dass deine Ernährung nicht on point ist. Das heißt, reflektier das und schau, dass du das beiseite legst. Wenn du so viel trainierst und zu wenig isst und alles tut weh etc. und deine Regeneration leidet, hier mangelnde Regeneration, naja, dann reflektier das Ganze, lass Körpergefühl walten und mach vielleicht einmal eine Pause. Das heißt, du siehst, das sind alles quasi eingebaute Strukturen, die wir haben, das Körpergefühl, das haben wir alles intus, nur müssen wir wieder lernen, darauf zu hören, dann regelt sich das relativ schnell von alleine. Wenn du regelmäßig Kopfschmerzen hast, dann kann es einfach sein, dass du vielleicht zu wenig trinkst. Und anstatt irgendeine Kopfschmerztablette reinzuschmeißen, trink einfach ausreichend Wasser. Das kann oftmals eine ganz einfache Lösung sein. Das heißt, immer schauen, was ist die Ursache und das Körpergefühl einfach einmal so ins Gehör reinlassen, dass man relativ schnell merkt, fehlt irgendwas und wenn ja, was kann ich da tun? Du wirst überrascht sein, wie gut das funktioniert. Die Evolution hat es perfektioniert und lass uns das nutzen. Punkt Nummer 3, auf Extreme verzichten. Wie ich da oben schon gesagt habe, radikale Diäten, Extreme, auf komplette Lebensmittel, Makronährstoffgruppen verzichten, das kann nicht die Lösung sein. Das Leben ist nicht schwarz-weiß, das alles ist schlecht, das alles ist gut. Es ist irgendwo ein Graubereich. Das heißt, bitte kein Schwarz-Weiß-Denken und keine radikalen Ansätze oder Extreme, die führen in aller Regel immer zu einem Problem. Und Punkt Nummer 4, Ursachen nicht erst entstehen lassen. Wenn du rausfindest, was die Einflussfaktoren sind und du dann die Wirkung dieser Einflussfaktoren kennst, Ursache-Wirkungsprinzip, wenn du die Ursache gar nicht erst entstehen lässt, dann wird es auch die Wirkung, sprich den Heißhunger, gar nicht geben. Und das sind typische Ursachen, das sind die Einflussfaktoren. Und wenn du die Stück für Stück abhakst, wenn du die für dich persönlich durchgehst und erledigst, dann wird das Thema Heißhunger gar nicht erst entstehen. Das heißt, lass die Ursachen gar nicht erst entstehen. Beispielsweise beim Einkauf. Wenn du zu Hause hunderte Schokoriegel und Pizza und was auch immer alles hast, na, dann wirst du das aller Wahrscheinlichkeit nach auch essen und dem Ganzen vielleicht ein bisschen Benzin ins Feuer reingießen. Wenn du das ganze Zeug aber gar nicht erst zu Hause hast, wirst du es gar nicht erst essen. Das heißt, du kommst vermutlich auch gar nicht erst in die Verführung, dass du das isst und den Heißhunger vielleicht noch mehr anfeuerst dadurch. Das heißt, die Ursache entsteht erst gar nicht. Dementsprechend schau dir die Einflussfaktoren an, schau dir die Ursachen deiner Problematiken an und überleg dann, wie kann ich sie nicht nur kurzfristig, sondern mittel- und langfristig in meinem Alltag vermeiden, sofern ich sie reduzieren möchte, diese Einflüsse. Und all diese Punkte, wenn du jetzt sagst, boah, das ist geil, da möchte ich mehr dazu wissen, findest du bei mir im Rockprinzip. Das Rockprinzip ist unser Mentoring-Programm. Du findest unten in den Shownotes den Link dazu. Und beim Rockprinzip, das ist eine Ausbildung, wenn man so möchte, wo du lernst, mit welchen Stellhebeln du deinen Körper und vor allem auch das da oben, dein Mindset und natürlich auch dein Herz, das gehört auch mit dazu, so einstellen kannst, dass es für deine Zielerreichung zuträglich ist, was auch immer das ist. Ob das jetzt mehr Energie im Alltag ist, ob das mehr Energie im Training ist, ob das generell einmal das Fitterwerden ist, ich möchte auch gerne ein Sixpack haben, etc. Egal was das ist, du lernst die grundlegenden Stellhebel und du lernst vor allem, wie du das in die Praxis umsetzen kannst. Genauso wie wir es jetzt durchgegangen sind. Und übrigens, weil ich es hier noch sehe, es gibt eine eigene Heißhunger-Checkliste, wo ich die wichtigsten Dinge zusammengefasst habe und da steht auch drauf, kleb mich an deinen Kühlschrank. Das heißt, kannst du dir gerne bei mir anfordern, kostenlos als PDF. Kannst du dir ausdrucken und kannst du dann noch einmal im Punkt punktuell genau durchsehen. Und da wirst du drauf kommen, okay, das sind alles Praxispunkte, die ich direkt relativ schnell angehen kann. Und somit ist das Problem Heißhunger, dem können wir dann Ade sagen. In diesem Sinne, wenn dir dieser Inhalt gefallen hat, wenn dir dieses Video gefallen hat, die Tipps, die Herangehensweise, dann freue ich mich auf dein Feedback. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da und vor allem lass uns ein Abo auf dem Rocksports YouTube-Kanal da. Dann versäumst du nämlich gar nichts mehr. Und du kannst natürlich auch das Ganze nicht nur live von den Farbe, sondern auch in Audioform auf dem Rockcast anhören. Auch da kannst du die Abo-Funktion nutzen und uns eine feine Rockcast-Bewertung schreiben mit deinem Feedback. In diesem Sinne, Heißhunger Ade. Lass uns das Ding
begraben, für immer und ewig, und zwar genau mit dieser Herangehensweise. In diesem Sinne, feinste Grüße, alles Gute, bis zur nächsten RockTV-Folge.